So, wie versprochen, habe ich noch ein zweites Video, so einen gemischten Haul. Wir fangen an mit den Sachen vom Teddy. Und zwar habe ich im Teddy neue Blöcke entdeckt. Und zwar diese hier, die 15x30 für 2 Euro mit diesem Dinosaurier-Motiv. Und wie ich euch hier im Action-Haul schon erzählt habe, passt das jetzt natürlich perfekt dazu. Ich weiß nicht, warum hier so Herzchen drin sind. Das ist so eher für ein Babyalbum gedacht. Aber so ein bisschen farblich, jetzt mal kurz gucken, passt das ja schon. Also hier mit Dinosaurier, Kakteen, Dinosaurier, Dinosaurier mit Kakteen, Blätter und ja, ganz viele Dinosaurier. Also sehr, sehr schön, möchte ich ein Album mitbasteln. Dann habe ich mir solche Tortenspitzen mitgenommen, aber in Herzform. Weil ich finde, man kann die nicht nur als Herzform für eine Karte verwenden, sondern man kann die auch halbieren. Man kann auch nur ein Stück Kreis benutzen. Man kann sagen, okay, ich nehme hier unten nur die Spitze. Ich finde, es ist ganz vielseitig einsetzbar für das Basteln mit Papier. 50 Cent. Dann habe ich entdeckt diese Designerblöcke, 40 Blatt, 5x8 Motive. In der Größe 11,43 mal 16,5 cm. Aha. Das ist ja sehr witzig. 11,43. 200 Gramm. Also, das ist ein schönes, dickes Papier. Und es sind wunderschöne Motive. Jetzt für Ostern. Total süß. 5x8, okay. Schmetterlinge, nochmal ein Osterhase. Dieser. Und den fand ich ganz toll. 2,50 €. Ich glaube noch nicht gesagt. 2,50 €. Dann gibt es wieder ganz kleine Blöcke. Es gibt ganz große Blöcke. Also Teddy zieht ganz schön nach mit Papier. Ein bisschen muss man auf den Preis achten, weil sie ein bisschen unterschiedlich sind. Aber wie es einem gefällt. Gab ja jetzt von dieser Sorte auch eins mit Meerjungfrau. Ich fand den auf den Fotos und in Videos echt wunderschön. Aber als ich dann im Laden stand und habe den gesehen, dachte ich so, ne, irgendwie gefällt mir das nicht. Ich weiß nicht warum. Aber es ist ja immer so Geschmackssache. Und ich war in der Wühlkramkiste. Und habe mir für 2 Euro dieses Papier mitgenommen. Dachte ich, das ist in Ordnung. Durfte so gesehen mit. So, dann habe ich noch Schmuck-Zubehörset gefunden für 3 Euro. Einmal das und einmal total cool ist es für die Kinder, die jetzt anfangen, so mit Zahlen und Buchstaben, also ihr Buchstaben, so ganz große Perlen mit Buchstaben drauf. Und das geht auch noch mit in ein Geburtstagsgeschenk, hat jetzt 7 Euro gekostet. Fand ich jetzt nicht unbedingt günstig, aber ich finde das echt gut, weil die sehen sehr gut verarbeitet aus. Das in Kombination. Das war Teddy. Dann habe ich. Machen wir mal weiter mit dem Flohmarkt-Haul. Ich war vorgestern auf dem Flohmarkt und zeige euch mal, was ich gekauft habe. Und zwar an einem Stand gab es so ein paar Sachen für 1,50 €, so ein paar Werbeartikel. Und ich hatte mich kurz mit der Frau unterhalten, sagte, sie standen doch mal da hinten und dann sagte sie, ja. Und ja, im Endeffekt habe ich jedes Teil nur noch doch für 50 Cent gekriegt und bin ganz happy. Und zwar einmal diese Flasche hier. Und das ist derselbe Verschluss wie bei den Flaschen, die ich bei der Kreativa gekauft habe. Weil den muss man drehen, hochmachen. Dann kann man trinken, wieder runter. Und wenn man kohlensäurenhaltige Getränke hat, oh Mann, sprechen fällt mir heute etwas schwer, es tut mir sehr leid. Dann kann man das so drehen und dann geht das nämlich nicht mehr hoch. Wenn man das dann wieder aufdreht, kann man den wieder wunderbar hochziehen. Dann stöpselt der sich nämlich nicht alleine auf, wenn man den zudreht. Perfekt. 50 Cent, was draufsteht, ist mir egal, aber die Flasche ist perfekt, wenn man mal wieder unterwegs ist. Eine von den anderen Flaschen wird jetzt nämlich verschenkt, also ist das perfekt. Habe ich nämlich auch eine. Dann kriegt der Opi
weil der mag so gerne Flaschenöffner. Der besondere Flaschenöffner, und zwar ist das ein metallischer, einmal in dieser Box. Und der ist mega schwer. Also es ist echt in Klumpen. Aber der ist so cool, so in dieser Verpackung. Und was ich nicht schlecht fand, ich denke, die muss ich bestimmt irgendwann mal abgeben, ist ein Bierkasten, wo Notizzettel drin sind. Ja, fand ich sehr, sehr witzig. Dachte ich, muss ich einmal mitnehmen. Ich glaube, die muss ich irgendwann reinnehmen und die Kiste, ja, landet dann nicht mehr bei mir. Dann habe ich entdeckt, und das musste ich auch, das fand ich so gut, musste ich auch kaufen, ein Aquarellpapier. Und zwar sind da 25 Blatt drin und das ist noch komplett eingeschweißt. Und hier stand nur schwarz drauf. Und dann sage ich, was ist denn da drin? Ja, schwarzes Papier. Ich so, Ja, darf ich mal reingucken? Ja, ich durfte reingucken. Und zwar, ich weiß gar nicht. Doch, es ist ganz leicht transparent. Und es ist ganz schwarz. Aber ja, eine super Verpackung. Ganz dicke Verpackung, nur für mich allein. So, dann habe ich wieder ein paar Wieso, Weshalb, Warum Bücher entdeckt. Eigentlich habe ich auf meinem Handy eine Liste, welche Bücher ich schon habe und welche noch nicht. Bei den großen muss ich jetzt, glaube ich, mal eine Liste anfangen, weil irgendwie landen jetzt immer mehr große Bücher im Repertoire. Und hier gibt es die Uhr und die Zeit. Und das fand ich echt gut, weil der es jetzt so anfängt, wann muss ich ins Bett? Wann muss ich aufstehen? Wie spät ist es? Wie lange noch? Und, und. Und deswegen fand ich das sehr gut. Hat 2 € gekostet. Und regulär, das ist jetzt zugeklebt, kosten die schon 15 Euro. Oder 12,95. Also knapp. Ja. Und jetzt mal gucken. Das habe ich gekauft. Und das haben wir da. Also es ist das Gleiche. Und zwar habe ich jetzt 1 € bezahlt, das hätte mal 7,95 gekostet. Und mittlerweile kosten die 9,99 €. Und es ist genau das Gleiche. Also es hat sich nichts geändert. Ich habe eben mal nur kurz durchgeblättert und habe gesehen, es ist echt alles das Gleiche. Es hat sich da. Jetzt mal gucken. Na? Nichts geändert. Ja, eins werden wir dann jetzt verschenken. Was habe ich noch? Dann habe ich noch vom Flohmarkt. Müsst ihr spulen, wenn es euch nicht interessiert. Und zwar nochmal Kosmetik gekauft. Diese ist jetzt aber nicht für mich. Die habe ich jemandem mitgebracht. Die wird sich hoffentlich auch freuen. Also, ne, du weißt Bescheid, mach das Video jetzt aus. Du darfst jetzt nicht alles gucken. Beziehungsweise spul mal vor. Und zwar war wieder der von Catrice, Essence und Elovida. Und die haben die Kosmetik gehabt, das Stück für 1 Euro. Jetzt müsste ich schwindeln, 7 Stück für 5 Euro. Und ich weiß nur, ich habe jetzt bezahlt 20 Teile für 12 Euro. Ich habe jetzt, glaube, 29 Teile oder so. Weil. Oder noch mehr, ich weiß es gar nicht. Also das ist zum Beispiel ein total schwerer Lippenstift. Den habe ich jetzt zweimal mitgenommen. Einmal für sie und einmal für mich. Dann Pink. Der war, glaube ich, auch für mich. Ich muss nachher mal sortieren. Hier, der ist auch vom Material drumherum. Ist auch sehr schwer. Lidschattenpalette. Lidschattenpalette. Lipgloss. Lipliner, also alles querbeet, auch Nagellacke gab es. Ich habe glaube auch ein oder zwei eingesteckt, den habe ich auch zweimal. Das ist so mein Favorite, den ich habe. Den habe ich nämlich zu Hause, also den habe ich hier auch. Den benutze ich ganz gerne. Ich habe immer so dunkle Augen. Und deswegen. Habe ich gedacht. Kaufe ich. So. Das ist jetzt zum Beispiel LOV. Es ist so mädchenfarben. Ich habe ja sonst immer ein recht so bräunlich.
Ich habe sonst mehr so bräunliche Töne geholt oder so beige. Aber das, wie gesagt, ist jetzt nicht für mich. Da ist er. Den können wir gleich mal aufmachen. Ja, einen Nagellack habe ich mitgenommen. Weil bei den anderen Farben wusste ich nicht so. Aber ich denke mal, so Mädchen und Glitzer geht immer. Und ein Lip Liner noch in Rot. Und wir machen den jetzt mal auf. Weil mich das ja doch interessieren würde. Wie der denn ist. Das ist jetzt nicht eine Farbe, die ich alltäglich tragen würde. Aber bestimmt. Ich hoffe, der steht mir. Bestimmt mal. Notfalls ist ja auch, kommt ja Karneval und Halloween und keine Ahnung, zu irgendeinem Anlass wird sich der tragen lassen, wenn er nicht wirklich ganz so meins entsprechen würde. So. Der Deckel ist nur so schwer. Okay. Ist ein sehr, sehr schöner Lippenstift. Ja, nicht zu knallig. Also ich probiere den aus. Und geruchsneutral. So. Also den habe ich mir gegönnt. Wie gesagt, ein zweiter ist hier. Dann habe ich noch 4 Sachen. Ich war noch zwischenzeitlich mal bei Woolworths ganz kurz drin. Die hatten die ganzen Kinder-Karnevals-Kostüme reduziert. Ich habe jetzt schon einen Teil weggeräumt. Ich habe mir noch ein Krankenschwestern-Kostüm gekauft für nächstes Jahr und ein so ein Umhang. Für 50 Cent. Das ist jetzt so ein Mädchenkostüm, weil das wird verschickt und verschenkt. Das hat 50 Cent gekostet. Und so ein Tütü-Rock. Tütü-Rock. Auch für 50 Cent. Und fand ich total cool. Das muss ich, da brauche ich jetzt einen perfekten Karton. Das hat jetzt 1 Euro gekostet. Ein Feenset. Und zwar mit Haarreif und ja, Flügel und Röckchen und das fand ich auf jeden Fall cool. Und ich war beim Rossmann und hatte da gab es Queen Label Day. Oder gibt es ja diesen Queen Label Day, der immer mittwochs ist und ich gucke da ganz gerne mal auf die Produkte. Weil sind ja mal interessante Sachen, die da reduziert sind, weil die halt aus dem Sortiment gehen. Ich habe einmal mitgenommen für die elektrische Zahnbürste solche Aufsätze. Und die haben jetzt 2,30 Euro gekostet. Dazu dann noch die 10%, die man so als auf der App kriegt. Oder ja, auf alle Fälle, die habe ich gekauft. Dann solchen Duschschaum, der ist jetzt für mich. Der hat 80 Cent gekostet. Einen kriegt die Omi. Und zum Verschenken, aber da weiß ich den Preis nicht mehr genau. Also es war sehr, sehr doll reduziert. Ich glaube um die 3 Euro oder 2,30 Euro. Also das war 2,50. Es war auf alle Fälle preislich mega gut. Einmal dieses Set mit Vanille und Körperbutter und Schwamm. Und einmal himmlisch glücklich. Ach, wie cool. Weil die haben jetzt, glaube ich, auch ein neues Emblem. Da sind die alten raus und gibt es wieder neues. Und dieses hier hat genauso viel gekostet wie das. Wie gesagt, ich glaube 2,30, 2,50, 2,80. Aber knapp 3 Euro und dann halt die 10%. So, ihr Lieben, das war mein Mischmasch-Haul. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich glaube, das kommt auch gleich noch. Weil ich habe mal kurz Zeit und deswegen kann ich so schnell 3-4 Videos abdrehen. Also, wer noch mal gucken mag und es jemanden interessiert, es kommt noch eins. Bis dann.